Hallo liebe Leute, beim Schnitt des Bachmann-Scheren-Analyse-Videos ist mir ein vielleicht wichtiger Zusammenhang bewusst geworden. Ich hatte ja schon Videos darüber gemacht, dass die Journalisten Minderwertigkeitskomplexe haben, dass sie aus diesem Grund hasserfüllt sind. Sie müssen immer über Menschen berichten, die viel wichtiger sind als sie. Während ihnen genau bewusst ist, sie werden nie so viel erreichen wie die Leute, mit denen sie sich permanent auseinandersetzen. Jetzt war bisher immer noch der Einwand, okay, das mag sein, aber eigentlich wissen wir doch alle, wir alle werden nicht so wichtig sein wie die großen Schauspieler, Politiker, Wissenschaftler oder wer auch immer, Profisportler. Beim Journalismusberuf kommt jedoch noch eine Ebene hinzu. Er wird im Unterbewusstsein beständig gedemütigt. Ihm wird durch Körpersprache signalisiert, dass er sich ganz unten befindet. Und diese Körpersprache, die wirkt stärker als in vielen anderen Berufen. Auf Pressekonferenzen, bei Terminen. Immer ist der Journalist dem Prominenten zugewandt, dem Politiker, wem auch immer. Wenn der Politiker vorbeieilt, dann hat er vielleicht den nächsten Termin im Kopf. Aber es ist so, der Journalist guckt auf den Politiker, der Politiker guckt woanders hin. Und oft werden Journalisten abgewimmelt. Also, sie laufen hinterher, die andere Person läuft weg. Die andere Person meint das vielleicht nicht böse. Sie ist einfach nur genervt. Aber der Journalist nimmt es so wahr, unterbewusst. Da kann er, das ist gar nicht bewusst. Das ist auf einer unterbewussten Ebene. Ich bin unten, er ist oben. Er ist wichtig, ich bin unwichtig. Nicht durch das Logische, nicht, dass er vielleicht weiß, die Person verdient mehr als ich, sondern unterbewusst allein dadurch, dass er dauernd auf den Prominenten guckt und der Prominente dauernd wegguckt. Das ist noch ein Unterschied zu den anderen Berufen, diese permanent gespürte Demütigung, dass man sich am unteren Ende befindet. Obwohl man vielleicht vom Verdienst gar nicht am unteren Ende ist, so ist durch das Unterbewusstsein die Wahrnehmung dahingehend wahrscheinlich sehr viel stärker ausgeprägt als in anderen Berufen. Das macht auf Dauer aggressiv. Kann ich mir vorstellen, ich bin kein Journalist. Und natürlich gibt es auch Ausnahmen. Es gibt ja viele Journalisten, die vielleicht nicht so arbeiten müssen, dass sie immer den Leuten hinterherrennen müssen. Aber für viele Journalisten gilt das vielleicht. Ich kann es nicht genau beurteilen. Aber ich habe ja auch schon erzählt, ich habe auch schon ein Video über Sebastian Kurz probiert zu schneiden. Dann habe ich mit der Zeit gemerkt, das wird irgendwie nichts. Und da war ich genervt. Und dann dachte ich mir, was mache ich die ganze Zeit mit seinem Interview herum? Und da habe ich mich dann auch ziemlich klein gefühlt. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt und habe ich mir gedacht, ich mache doch lieber meine eigenen Videos. Wie jetzt, ich rede in die Kamera und gebe meine eigenen Gedanken preis. Und ich habe es gespürt, wie schlecht sich das anfühlt, wenn man sich immer mit wichtigeren Leuten auseinandersetzen muss. Das ist von Bedeutung, weil die Demokratie lebt vom Journalismus. Die Medien sind die sogenannte vierte Gewalt und da steckt auch was dahinter. Man kann sich jetzt über die Journalisten ärgern und das soll auch keine Entschuldigung sein. Jeder ist für sein Handeln verantwortlich. Aber wir müssen mal beobachten, überall auf der Welt haben wir dieses Problem, nicht nur in Deutschland. Und das Phänomen ist überall gleich. Und viele AfD-Politiker haben das Problem, sie verstehen nicht warum. Sie verstehen nicht, warum die Journalisten so sind. Was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Die Menschen sind alle irgendwie gut oder gleich oder was auch immer. Jemand wird Journalist. Dann sucht man den Fehler bei sich. Normalerweise ist es gut, den Fehler bei sich zu suchen. Aber man muss hier die Analyse machen. Wir haben jetzt hier mit den Journalisten mit beständiger Hetzpropaganda zu tun. Sie agieren wirklich schlimm. Also sie entmenschlichen. Es ist wirklich das Allerschlimmste, was hier passiert. Und systematisch, und es ist überall auf der Welt zu beobachten. Und das muss man akzeptieren. Was ich jetzt probiere, ist jetzt nicht, das zu entschuldigen. Aber ich glaube, wenn man eine Begründung hat und man verstanden hat, warum die Dinge so sind, wie sie sind, dann hilft das. Weil es lässt einen ja in Unruhe, wenn man gar nicht versteht, warum ist es denn so? Warum sind die denn so? Warum sind die so aggressiv? Warum sind die so bösartig zu uns? Wir haben denen doch gar nichts getan. Im Oberbewusstsein logisch haben die AfD-Leute denen auch nichts getan oder die Politiker. Sie denken, sie machen ihren Beruf
und die Journalisten machen ihren Beruf. Aber der Journalist nimmt es so wahr, unterbewusst, ich gucke ihn an, er guckt weg, immer andauernd. Ich schenke ihm Beachtung, er schenkt mir keine Beachtung. Er ist wichtiger als ich, er ist viel wichtiger als ich. Und das erzeugt Aggressivität, ein zynisches Weltbild, eine Unzufriedenheit. Diese ganzen Vorwürfe, die der AfD gemacht werden, gelten wahrscheinlich für diese Journalisten. Gelten natürlich auch für andere Leute, nicht nur für die Journalisten. Und es hat auch nichts mit Sozialismus und Kommunismus zu tun. Das hat nichts mit links zu tun, meiner Meinung nach, weil der Islam, die Probleme mit dem Islam werden ja systematisch unter den Tisch gehalten. Und der Islam hat nichts mit Sozialismus zu tun, ganz im Gegenteil. Das heißt, es geht hier nicht um links. Links, das ist nur ein Vorwand, ein Täuschungsvorwand. Sondern hier ist das Böse am Werk. Diese Journalisten stellen das schiere Böse dar. Sie wollen die Welt brennen sehen, kann man sagen. Ich denke, das trifft wirklich zu. Und ja, ich weiß auch nicht was, man muss sich da was einfallen lassen. Man muss wahrscheinlich die Journalisten umgehen, wie auf YouTube oder wie Trump das macht, dass er seine Botschaft selber verbreitet. Aber ich bin der Meinung, dass wir mit dem Journalismus ein systematisches Problem haben. Ein großes Problem. Und wir entschärfen es vor allen Dingen dadurch, indem wir uns dem bewusst werden, dass das ein Problemberuf ist. Also sehe ich das mittlerweile immer mehr. Eben durch diese unterbewussten Mechanismen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Macht's gut.